Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Gothic 2 Velaya. Endlich mal wieder, juhu. Ist ja schon wieder ein bisschen her. Ja, am Leuchtturm irgendwas finden. Wir suchen natürlich noch ein bisschen. Den Truhen war ja nix. Ich weiß immer noch nicht, ich muss gucken. Irgendwo soll doch hier so eine blöde Rune sein. Da hinten ist doch auch nichts. Ich habe vielleicht eine Idee. Geht es vielleicht, wenn wir hier... Nee. Hä? Was hat die Seen bewegt? Moment. Das hier oder was? Nee. Aha, warte mal. Vielleicht hier. Hä? Und jetzt? Also irgendwas jetzt, hä? Was passiert? Hä, warte mal. Ach, geil! Huch. Ja, genau. Alter, übertreib doch. Naja, egal. Ah, okay, die Rune haben wir. Schön. Och schade, das ist gar kein echtes Gold. Hier muss doch noch irgendwas sein. Lederbeutel. Ich sehe gar nichts. Ach ja, ich glaube, so Schätze gab es auch bei Gothic 2, wenn man Drachen gekillt hat. Oder so in der Richtung irgendwas. Goldene Halskette, Lederbeutel. Ich war aber immer sauer, dass man nie alles mitnehmen konnte, weil überlegt war, was hier alles drauf ist. Oder eher gesagt, sich alles in diesem Haufen verbirgt. Und dann soll man alles mitnehmen, was auch in die Taschen passt, ja, und dann ist hier so ein Haufen, den musst du liegen lassen. Das ist irgendwie auch schon wieder total unsinnig, aber okay. Ich sag ja nix. Alter, wie... Warum bin ich auf die Idee denn letztes Mal gekommen? Hab schon gedacht, vielleicht sollen wir irgendwas an den blöden Dingen machen. Was? Da ist doch noch einen, oder? Ja. Okay, gut. Weil ich habe jetzt gedacht, wieso ist da was weit weg? Habe ich gar nicht verstanden. Habe ich gedacht, aha, vielleicht müssen wir ja an dem Ding drücken. Das war dann wohl ein versteckter Schalter. Jetzt sagt mir nicht, dass es den Gothic 2 auch gibt. Jetzt habe ich nämlich nur nicht gewusst. Wahrscheinlich nicht. Ich sage einfach mal nein, weil dann mache ich mir selber nicht so viel Vorwürfe, dass ich zu undeutlich suche oder noch immer. Haha, Mann, waren die langsam. Alter, Mann, da kann eine Schnecke drüber laufen, keiner merkt's. Alter. Also, ich glaube, ich buch. Ja, und für solche Fälle ist F8 gut. Ja, für sowas ist es richtig gut, weil, was hätte ich machen sollen? Ganz im Ernst, wir packen da durch die Gegend und, ach, das ist Lurker. Ballern wir mal ab. Ach, wir haben gar keine Munition. Verdammt, gut, dann hauen wir halt zusammen. Ach so, natürlich. Ist ja ein Herdentier. Immer alles mitnehmen. So. Oder hey, unsere Fackel. Okay, eine kleine Sense. Ein Lederbeutel, der lohnt sich etwas. Ein Knüppel. Können wir irgendwo... Ja, ich glaube, den können wir gar nicht verkaufen. Den können wir höchstens als Fackel benutzen. Also, so viel werde ich es überhaupt nicht. Also, den kannst du ja... Das ist eine Billigwaffe. Eine richtig kleine Billigwaffe. Was ist das da? Ach, ein Feldköter. Ich guck mal an. Wir bräuchten alle nicht so Heilelixiere. Verdammt nochmal, hey, hätte ich in Gothic 2 hier nicht alles ausgeraubt. So ein Mist. Jetzt hat die Velaya nichts davon. Naja, hat halt nicht gehabt. Genau, hier kann sie ja hochlaufen. Hier geht es zwar steil um 90 Grad nach oben, aber hui. Oh ne, kannst du doch nicht. Nein, nicht ins Wasser. Ich kann eben hoch. Ich bin bedeppert oder so. Komm jetzt auf. Also komm, wenn dann hochlaufen kann, ey. So Anfängerniveau. Also bitte.
Oh, hier, das ist, ja, Sackkugel auf, komm. Du sollst jetzt schwimmen. Mensch, Mensch. Welche Anfänger, hey. Aber da fällt mir ein, da hinten ist ein Schiff, ne? Wollen wir da mal hingehen? Also, frag eher gesagt, aber... Scheiß doch drauf. Aber ich glaube, mir hat jemand geschrieben, das hängt mit einer Quest zusammen, deswegen weiß ich nicht, ob wir da irgendwas... Wir können ja mal abchecken, ob da irgendwas ist, aber naja, gut, ich heb's auch später auf. Vielleicht spricht uns ja jemand drauf an und dann... Oder warte, es gibt ja auch so Quests, die sagen dann, ja, kannst du mal da gucken, da ist irgendwas für mich. Und dann, hör mal zu, du Penner, ich hab's schon. Und so, oh, wie schön, da gibt's her. Ich geh's es ja auch so in der Art. Aber wie komme ich jetzt immer zu dem Lisa Brahim? Ey, Mann, ey, der hat... Ach, komm. Dass er da nicht hochspringen kann. Ey, jetzt komm bitte, der muss ja hochkommen. Ja, und jetzt? Oh, natürlich. Da vorne einfach nochmal hochgehen. Auf die Idee hätte man auch kommen können. Vielleicht. Eventuell. Nicht. Hier vielleicht. Nicht. Hier vielleicht. Ey, komm jetzt, was soll denn das? Hier vielleicht. Bitte. Nö. Ey, komm, ich kann nicht wahr sein. Was ist hier los? Wenn meine Zeit nicht damit verschwenden, die ganze Zeit abzuhängen, genau, yeah, hier ist voll cool und so. Nee, was soll das, komm, ich will jetzt hier, ich will hier den Rest meines Lebens verbringen, ich habe hier noch ein bisschen was zu tun. So, ich geh erstmal in das Wrack und dann, keine Ahnung, versuch's es nochmal. Kenne ich gerade gar nicht. Liegt entweder daran, dass es neu ist oder dass ich mich wie groß auf der See rumtreibe. Mhm. Aha, wir haben Gold. Da muss Nüsse. Ach, Wein, schön. Hätte schon gedacht, wäre so ein schönes Elixier, hätte uns mehr geholfen. So, backt's jetzt rum oder ist das normal? So Fische auf dem Schiff, das ist ja echt sowas. Huch. Ach, geil! Geht's ja auch noch rein. Oder nicht? Boah, also hier ist doch schön. Hier würde ich gerne hinziehen. Also voll den Whirlpool im Haus. Und eine sehr niedrige Decke, aber okay. Wow, boah, was denn das für ein Fisch, Alter? Boah. Hab schon gedacht, er frisst uns jetzt auf. Alter, was ein Oschi, ey, boah. Ja, was soll jetzt auf dem Schiff sein? Also, wie gesagt, mir hat jemand geschrieben, es ist mit einer Quest verbunden, irgendwie, aber... Ja, vielleicht war es ja ein anderes Wrack, das weiß man ja nie. Wahrscheinlich gibt es noch 20 Millionen andere irgendwo hier. Ja, so, gehen wir wieder auf die Gammelinsel. Was hat das? Ach, eine Muschel. Schön. So, versuchen wir nochmal hier hochzukommen. Mann, 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 was für eine Zeitverschwendung. Ich weiß genau, hier sind wir doch vorhin schon mal irgendwie hochgelaufen oder so. Ja, komm. Ja, komm. Mann. Ja, komm, direkt ganz runter. Ja, gehe ich zurück zum Hafen, hab ich keinen Bock mehr. Oder wir versuchen nochmal woanders. Guck mal, da oben ist der Leuchtturm, oder? Jo, sieht mal so ein bisschen in der Silhouette oder was das sein soll. Oder ist einfach so undeutlich und wir leider so schlechte Augen, dass man es halt nicht so gut erkennen kann. Auch mal da vorne sind ein paar Bretter. Was ist eigentlich da? Ah, genau da geht's hoch. Oh Mann. Wie ich mir das immer alles gut einpräge, das ist unglaublich. Stimmt, hier kann so hochlaufen wie
Ass, genau. Ja, aber man kann auch einfach hochlaufen, ne? Die bisschen zu paar Grad Steigung macht auch jetzt nichts mehr aus. Guck mal, da oben sitzt da der Affe. Ich hätte sogar eine Idee, oder auch nicht, Hallo, egal. Kartograf. Hallo, Kartograf. Ich komme wieder. Ja, sehr schön. So. Irgendjemand hat mir geschrieben, eine Quest, ich weiß nicht mehr von wem. Ich glaube, er hat sogar nicht dazu geschrieben, mit wem die verbunden ist auf jeden Fall. Das Wrack irgendwo hier sein. Vielleicht ist ja hier, wo die ganzen Bretter liegen. Ja. Das war ein extra langer. Ah! Tauchgang. Hier vielleicht. Boah, was ein geiles Schiff. Boah, was ein geiles Schiff. Boah, was ein geiles Schiff. Und boah, hier ist nix. Ich sehe nur Toten. Munter werden, los. Obwohl, der wird nicht mehr so schnell munter. Yo. Das war mal echt tote Hose. Ach komm, wir gehen mal hier zu dem. Vielleicht hat der Fahrer was für uns, wer weiß. Beziehungsweise, ich muss mich mal erinnern, ich glaube, ich weiß noch, welches Schiff. Quatsch, was für ein Schiff. Ich hab so noch Schiffe im Kopf. Ich weiß noch genau, welches Haus dem Brahim war. Das blenden wir halt einfach mal aus. Ich meine, wenn er nicht da ist, können wir da auch pennen und was weiß ich. Verdammt, aber da sollten wir noch nicht zurückholen. Ach komm, jetzt, wir sind nette Leute. Zumindest, meistens. Und hast du was Neues zu sagen? Hallo Fischer. Hast du ein Boot? Hä? Ey, nee, sag bloß, ist es mit dem. Ach komm, wir probieren's aus. Kann ich deine Dienste als Bootsführer in Anspruch nehmen? Der Passagier, den du befördern sollst, sitzt auf der Diebesinsel drüben fest und würde sein Leben gerne wieder abseits von Varanen und rohen Schildkröteneiern verbringen. Ich weiß gar nicht, was dieser Mensch hat. Rohe Schildkröteneier sind doch eine Delikatesse. Okay, Scherz beiseite. Warum nicht? Ich verdiene auch gern mal was dazu. Toll. Ey, das war jetzt Glück, ne? Das war jetzt geraten. Also ich wollte ja eigentlich mit dem irgendwas anderes, aber ist ja egal, wenn es so schön zusammenpasst. Naja. Dann kannst du uns gleich zur Insel übersetzen? Schon, aber nur wenn ich gleich bezahlt werde. Der Passagier bezahlt. Ich bin nur die Vermittlerin. Ist das ein Problem? Nee, kein Problem. Gut, steig ein. Dann geht's los. Ach schön. Oh, schön. Hallo Brahim, na, wie geht's? Hallo Kartograf. Bist du bereit für die Überfahrt? Und ob ich das bin. Ich kann es gar nicht erwarten, meine alte Hütte wiederzusehen. Und die Orks? Die sollen nur kommen. Wer diese Insel durchgemacht hat, fürchtet keine Orks mehr. Bliebe bloß noch die Bezahlung des Fischers. Da bin ich jetzt aber gespannt, wie du das regeln willst. Hey, ich war währenddessen nicht untätig. Ich habe hier 5 Klappmuscheln und 5 Hornmuscheln gefunden. Die sollten als Bezahlung ausreichend sein. Kannst du sie ihm geben? Natürlich. Ich komme wieder. Okay, der Satz war jetzt unnötig. Ich hätte einfach so ein normal einfach Ende und dir. Luke Baden wäre vielleicht ein bisschen schlauer gewesen in dem Fall. Hallo Fischer. Weil wenn man sagt, ich komme wieder und stehe die ganze Zeit neben dir, ist das ein bisschen, naja. Ich habe hier deine Bezahlung für die Fahrt. 5 Hornmuscheln für die Hin- und 5 Klappmuscheln für die Rückfahrt. Muscheln? Das ist doch keine Bezahlung. Das ist eine Nahrungsergänzung. Mann, die habe ich hier 0,0 ausgeschlürft. Was? Die kann man essen? Bäh, ich habe das Zeug immer verkauft. Was? Die Muscheln kauft jemand? Warum hat mir das noch keiner gesagt? Jeden Tag finde ich ein Dutzend davon. Und ich habe sie immer die ganze Zeit selber gefressen. Dabei schmecken sie mir nicht einmal. Was ein Idiot. Dann akzeptierst du die Bezahlung? Also unter diesen Umständen werde ich besonders schnell pullen. Los, steig ein. Oh Mann ey, wie kann man Muscheln fressen? Okay gut, man kann ja manche Muscheln essen, die sind ja genießbar. Aber wenn sie dem nicht mal schmecken.
Ich meine, man kann alles verkaufen. Folge mir zu meinem Haus. Oh yeah. Nordic Walking, Alter, jetzt geht's ab. Da bleibt der Körper gesund und munter. Juhu, yeah, jetzt geht's ab, juhu.